Hallo allerseits. Lasst uns nochmal anschauen, wie man Schreckbilder von Quadern mit bestimmten Maßen für Breite, Länge und Höhe zeichnet. Hier an der Seite seht ihr ein Beispiel. Dieser gelbe Quader, der hat eine Breite von 2 cm. Wir haben festgelegt, dass 1 cm 2 Kästchen entspricht, also brauchen wir für 2 cm 4 Kästchen. Bei der Höhe ist es genauso, aber wir zeichnen senkrecht nach oben. 1 cm sind 2 Kästchen, also sind 3 cm, 1, 2, 3, 6 Kästchen. Eine Besonderheit ist die Länge. Die wird ja diagonal durch die Kästchen gezeichnet. Und weil die Länge bei Schreckbildern durch die Perspektive verkürzt ist, gibt es jetzt eine andere Regel. 1 Zentimeter in der Diagonale entspricht jetzt nicht 2 Kästchen, sondern nur noch einem diagonalen Kästchen. Dadurch ist die Länge etwas verkürzt. Ein diagonales Kästchen ist also 1 cm, zweite Diagonale 2 cm, dritte Diagonale 3 cm. Also, ich notiere das mal. In der Höhe 1 cm sind oder entsprechen 2 Kästchen. In der Breite ist es genauso. 1 cm entspricht auch 2 Kästchen. Aber in der Länge, manchmal sagt man auch Tiefe, ist es so, wenn ich diagonal zeichne, dann ist 1 cm entspricht einem Kästchen diagonal. Okay, machen wir mal das blaue Beispiel. Wir brauchen einen Quader mit der Breite 4 cm. Also 8 Kästchen. 1, 2, 3, 4 cm. Die Höhe ist 5 cm, also 10 Kästchen. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Okay, jetzt kann ich die Seite schon mal zu Ende zeichnen, die Vorderseite. Und jetzt kommt die Länge 2 cm. Die 2 cm zeichne ich diagonal und für jeden Zentimeter, also nur ein Kästchen, also 1, 2. Das entspricht der Länge von 2 cm, 2 diagonale Kästchen. So mache ich das auch an den anderen Diagonalen. Und jetzt kann ich den Quader zu Ende zeichnen. Okay, also ich prüfe nochmal. Ich habe hier also 2, 4, 6, 8 Kästchen. Das sind 4 cm. Ich habe hier 2, 4, 6, 8, 10 Kästchen, das sind 5 cm. Und ich habe hier 1, 2 diagonale Kästchen, das sind 2 cm.